Also ich werde mich beschäftigen jetzt, heute, wenn ich den Vortrag halte, aber auch in den kommenden Jahren mit dem Text Der Spaziergang von Robert Walser. Und meine Vision ist es eigentlich, einen Film zu machen aus Der Spaziergang. Und zwar, vielleicht mache nicht mal ich diesen Film. Mein Wunsch wäre eigentlich, diesen Film nur zu produzieren und Jim Jarmusch dafür zu engagieren, dass er diesen Film macht. Weil Jim Jarmusch hat in einem Interview zu seinem neuen Film, das ist eine Zombie-Komödie, hat er in einem Nebensatz eben Robert Walser erwähnt. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Also er spricht, bevor er über Robert Walser spricht, spricht er über Mary Shelley, also Frankenstein. Er spricht über Billie Eilish, das ist diese junge 17-jährige Sängerin. Und er nimmt dann sein Notizbuch nach vorne und schaut etwas nach und dann sagt er eben, mein Hirn wird immer schlechter, deshalb brauche ich dieses Notizbuch. Ich werde in Interviews oft gefragt, was ich gehört oder gelesen habe. Da steht übrigens auch der Name eines Schweizer Schriftstellers drin, der mir wichtig ist, Robert Walser. Der Spaziergang, auf Englisch The Walk, ist eine der schönsten Erzählungen, die ich kenne. Dabei kann ich sie nur in englischer Übersetzung lesen. Ja, und für mich ist es irgendwie logisch und nachvollziehbar, dass das in Biel gedreht werden muss, weil Biel hat ähnlich wie der Film Patterson, das ist dann einer der jüngeren Filme von Jim Jarmusch, diese Shabby-Chic-Patina und ist auch der Ort, wo Robert Walser lange gelebt hat und das würde sehr gut passen und das wäre doch auch ein gutes Innovationsprogramm für die Berner Filmförderung, dass man Jim Jarmusch dahin holt und diesen Film dreht und wenn es nicht Jim Jarmusch ist, dann macht man einen Film im Jim Jarmusch-Stil. Auch möglich und denkbar. Ich denke aber, dass es vielleicht besser ist, den Film auf 2026 anzudenken, weil dann muss man sich nicht mehr mit den Rechteinhabern rumschlagen, dann erst wird ein Film nach Robert Walser erst so richtig Robert Walser gerecht. Vielleicht ist es natürlich auch möglich, mit Ihnen ein Einverständnis zu finden, aber das nur so als möglicher Ausweg, wenn man da jetzt künstlerische Freiheit haben möchte. Schwierig ist natürlich bei so einem Text, wie man das umsetzt, weil Robert Walser ist schwierig umzusetzen. Also gerade Theaterprojekte zeigen das oft, sobald ein Schauspieler Robert Walser Texte spricht, und sich eigentlich dieser Text auf einem Körper oder einem Gesicht manifestiert, verniedlicht es den Text. Das ist so irgendein neurologischer Vorgang. Robert Walsers Texte sind Projektionstexte, Texte, die man spazierenderweise, deswegen eignen sie sich auch für Hörbücher, spazierenderweise aneignet und auf die Landschaft oder auch Gesichter projiziert, aber wenn diese Gesichter die Texte selber sprechen, dann gibt das irgendeinen Effekt, der eine Doppelung der Sache nicht dienlich ist und meistens die Texte dann verniedlicht, was dann zu diesen herzigen Robert Walser-Projekten führt, von denen wir ja alle genug haben und wo man immer so denkt, wieso funktioniert das jetzt nicht? Also das heißt, es ist nicht ganz einfach, Robert Walser umzusetzen. Und ich möchte jetzt trotzdem so als eine Art visuellen Trailer, möchte ich einen Auszug aus Der Spaziergang vorlesen. Und da soll man sich jetzt so einen Jim Jarmusch-Film vorstellen. Am besten schließen Sie die Augen, damit Sie mich jetzt nicht ansehen müssen. Und ich bitte jetzt aber alle Berner Produzenten, Bieler Produzenten, gut aufzupassen und dann bitte mit mir Kontakt aufzunehmen, weil ich denke, wir könnten dann eine schöne Co-Produktion machen und auch noch ein bisschen Zürcher Gelder reinholen, das wäre doch förderlich. Also gut, ich lese jetzt einen Auszug vor, den ich so denke als coolen Trailer. Eine gute Stimme, die das liest und dazu eigentlich nur Aufnahmen, Point of Views auf die schöne Bieler Gegenden Shabby Chic. Indem ich wie ein besserer Strolch, bitte schließen Sie die Augen und schauen Sie mich jetzt nicht an, sonst entsteht wieder dieser Effekt, von dem ich vorhin erzählt habe. Indem ich wie ein besserer Strolch, feinerer Vagabund und Tagedieb oder Zeitverschwender und Landstreicher so des Weges ging, neben allerlei mit zufriedenem, behaglichem Gemüse, vollbepflanzten und vollgestopften Gärten vorbei, neben Blumen und Blumenduft vorbei,
neben Obstbäumen und neben Bohnenstangen und Stauden voller Bohnen vorbei. Stellt euch die Jim Chalmers-mäßigen Einstellungen vor. Nebst hochaufragendem Getreide wie Roggen, Hafer und Weizen vorbei. Neben einem Holzplatz mit vielen Hölzern und Holzspänen vorbei. Vielleicht steht da die Hirschhorn-Skulptur immer noch. Neben saftigem Gras und neben einem artig plätschernden Wässerchen, Fluss oder Bach vorbei. Neben allerland Leuten wie lieben handelstreibenden Marktfrauen hübsch vorbei. Neben einem mit Lust- und Freudenfahnen geschmückten Vereinshaus ebenso gut wie an manchen anderen gutmütigen und nützlichen Dingen vorbei, neben einem besonders schönen und lieben Feenapfelbäumchen vorbei und weiß der liebe Gott an was sonst noch allem Möglichen vorbei, wie zum Beispiel auch an Erdbeerbüschen und Blüten oder besser bereits an den reifen roten Erdbeeren manierlich vorbei, währenddessen mich immer allerlei mehr oder weniger schöne und angenehme Gedanken stark beschäftigten, weil beim Spazieren viele Einfälle, Lichtblitze und Blitzlichter sich ganz von selber einmengen und einfinden, um sorgfältig verarbeitet zu werden. Da kam ein Mensch, ein Ungeheuer, ein Ungetüm mir entgegen, der mir die helle, lichte Straße fast völlig verdunkelte, ein lang und hoch aufgeschossener, unheimlicher Kerl, den ich leider nur allzu gut kannte, ein höchst sonderbarer Geselle, nämlich der Riese Tom Zwack. Also, wenn das keine Anspielung an Mary Shelleys Frankenstein ist, dann heiße ich nicht Samuel Schwarz. Und damit ende ich auch meinen Vortrag und hoffe, dass ich Lust gemacht habe auf diese Jim Chalmers-Verfilmung. Ich bitte die Filmförderer von Stadt und Kanton, bitte mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bin herzlich bereit, ihr Geld entgegenzunehmen. Vielen Dank.